Abschuss bestätigt. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Call of Duty. Cold War. Lol. Bamste Bam. Lass mir mal wieder eine Runde snibbeln. Und eine Runde sterben. Passt doch ganz gut, wa? Oh, schön auf der Mitte der Map spawnt, das liebe ich doch. Zack! Bäm! Bäm! Lal! Geil! Geht richtig gut los hier! Oh! Aber auch der Spawn ist mega nice! Alter, geht hier gerade richtig, aber. Was ist hier los? Genau! Alter Schwede! Ein guter Tag zum Snipern, habe ich mit dir für. Eine weniger. Ruhig. Operator ist tot. Wo bin ich denn hier überhaupt da? Oh, hol. Das hat viel zu lange gedauert gerade. Ja, das Ding hat auch irgendwann mal Stück für Stück halt mal hochgelevelt bekommen. Oh. Da fehlt ja noch eine ganze Menge. Und warum nicht, oder? Und irgendwann, glaube ich, habe ich auch Bock drauf, mal die Dinger auf Gold zu haben. Die Snipers. Mal die Dinger komplett durchgelevelt haben und. So was? Oh. Die Dinger machen aber auch viele Hits. Oh. Ey, lass mich doch wenigstens nochmal schießen hier. Was hat denn jetzt gekriegt? Und ein Polster, wa? Und ein Schaft oder sowas? Alter Schwede. Nein, auf der Kartenmitte ist das immer so eine Sache, wa? Da musst du schon echt snipen können. Oh. Ja, hier eigentlich schon ein ganz cooler Spot ist. Feindliche Vorräte sind in der Luft. Feindliche Spionageflug über euch in Position. Den halt nicht mal gesehen. Aber Reflexe sind irgendwie da, aber manchmal sehe ich halt Sachen einfach nicht. Feindlicher Marschflugkörperstart registriert. Oh oh. Oh, 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 hallo. Boah, die Schritte, ey, die sind aber super laut. Da sieht man ja nicht mehr durch. Und wenn du weißt, dass da so viele im Haus sind, kannst du die überhaupt nicht mehr zuhören. Sind jetzt Feinde? Sind das jetzt Freunde? Sind das Zivilisten? Sind Hunde? Katzen? Ein laufender Vogel? Wer weiß, wer weiß. Gibt es laufende Vögel? Oh. Hey. Ist auch immer wieder, dass ich hier kein. Lal. Hey, wieder nur angehen. Boah, der wäre sonst geil gewesen, oder? Der wäre echt geil gewesen. Oh. Lal, dafür war der sehr geil. Feindlicher Napalmangriff im Anflug. Da war die Hitbox wieder ein bisschen größer als gewollt. Oh. Hat den auch gejumpt? Nee. Oh, da kommt den angerannt. Oh! Nee, das war nix. Mann, wird hier rumgerusht, ey. Danke, dass du da stehen bleibst. Das finde ich sehr, sehr sozial. Manchmal, wa? Verstehe ich immer selber nicht so. Wieder nur angehittet. Manchmal verstehe ich jetzt selber nicht. Manchmal habe ich so mega geile Snipes drauf und dann. Oh, so wie der, der doch relativ einfach war eigentlich. Halt voll daneben. Das ist manchmal komisch. Oh. Nein. Über euch im
es hier vielleicht sogar noch aufsetze, um das noch ein bisschen zu beschleunigen, die Scope-Zeit? Weiß ich gar nicht so genau. Also es gibt ja hier Snipers, die sind ja extremst schnell angelegt. Das ist bei der hier noch nicht ganz so der Fall. Ich weiß nicht, ob es da noch was gibt. Wieder nur angehalten, oder? Der war trotzdem nicht gut. War ja auch nur Hardscope und ihr wartet, bis er da langkommt. Aber da schäle ich mich nicht für. Bin ja kein Quickscoper. Boah, das ging sehr schnell bei ihm. Was hat er? Die Tundra. Leute, wie schnell die angelegt ist bei ihm. Wieso ist meine nicht so schnell angelegt? Kann man da mal wo anrufen? Schweren vielleicht? Ist ja hier unfair und so. Aber mal gucken. Wir werden ja noch ordentlich Aufsätze kommen, die man noch freischalten kann. Und ich würde auch ganz gerne mal wissen wollen, was man für Challenges machen muss, wenn man die One-Shots gemacht hat. Ich sag mal so typisch Sniper. Mach 100 One-Shot-Kills und dann fängst du an mit Doppelkill, blutrünstig Medaillen, sowas sammeln. Da bin ich mal gespannt, was das hier in dem Spiel so wird. Ja, die blutrünstig Medaillen im BO3 habe ich ja ewig gebaut. Denke ich teilweise in Süd. In einer Runde irgendwie zweimal, ne? Das war geil. Und ja, Nuketown ist halt so eine Map zum Snipen halt. Hier hast du halt so viele Gegner, ne? Das macht halt irgendwie Spaß. Spawn jetzt hier drüben, ne? Nee, von überall. Das ist fies. Ah, schon vorbei. LCC, guck mal, das ist ja hier die neue MP. Lol, aber er rennt die ganze Zeit nur im Hardscope rum. Lol, aber dies. Lol. Lol, lol. Nicht schlecht. Ja, dafür muss man im Battle Pass ja irgendwie Level 15, glaube ich, werden oder so. War das so? I don't know. Irgendwie so, die probieren wir dann definitiv auch mal aus. Ey, Keeper Prestige! Uiuiui! Ui, ui. Prestige erreicht! Nice! Muss ich dafür jetzt irgendwas wieder anklicken und wieder anzufangen? Verbessere deine Saisonstufe um exklusive Wörter und eine höhere Prestige zu erreichen. Die Saisonstufe wird in jedem Moment. Okay. Sonst war es ja immer, dass man erstmal das annehmen musste, sozusagen. Oder ist das jetzt automatisch? Okay. Dann ist das hier automatisch in dem Game. Nee, und hier bin ich halt immer noch Level 1, ne? Naja, so viel spiele ich halt auch nicht. So, wieder ein Haufen Sachen gekriegt. Und positiv. Na siehste, erfolgreiche Runde und Folge, würde ich sagen, wa? Na gut, wa? In dem Sinne. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.